Hallo miteinander, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind dabei bei dieser Etappe von dieser Rundtour. Starten tue ich hier bei dem Kreisel, den wir hinter mir sehen. Da das ja eine Rundtour ist, ist es nicht ganz so relevant, wo man startet. Hier hinten gibt es sogar noch eine Bäckerei. Und dort hinten sehe ich auch noch gerade jetzt noch Läden von Grossverteilern, wo man auch noch einkaufen kann. Und hier vorne sehe ich noch Post. Also in dem Fall laufen wir los. Geradeaus Richtung die Verteilerläden, die man einkaufen kann. Dann gibt es gerade noch mal etwas zu erwähnen, betreffend wie man fahren tut, wenn man nichts sieht. Heisst, wir stehen zum Beispiel vor einer Situation, wo man zwei Richtige oder mehrere hat. Und wenn ihr nichts seht, bedeutet das einfach geradeaus fahren. So wie ihr jetzt die Situation seht. Und ich könnte beides eigentlich geradeaus sein. Aber das hier ist mehr rechts und vorne steht eine Sackgasstafel, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass es dort nicht durchgehen kann. Sackgasse ist ja normalerweise, normal auch nicht, aber meistens ist es eine Sackgasse für das Auto und nicht für Fußgänger und nicht für die Velofahrer. Wie auch immer. Fahren wir noch eine Wandertafel vorbei. Die nennt sich Hofe. Das erwartet euch, entweder rauf oder runter, je nachdem von wo das ihr kommt. Ich bin raufgekommen. Ich glaube nicht, dass ich hier rauffahren will. Das ist wahrscheinlich doppelt so steil. Das hat vermittelt, wie steil es war. Hoffe. Ja, das war steil. Mal schauen, wie steil. Und eine Wandertafel namens Steinisweg. Also, weißt du, ist super angenehm, ne? Ja, unheimlich.
Ich bin also von hier unten raufgekommen und das erwartet mich jetzt. Ja, schauen wir mal. Noch nicht ganz da oben, aber hier sehe ich etwas Interessantes, was ich euch zeigen möchte. Es ist ja schliesslich eine Fernsichthütte. Da warte ich schon mal eine oben Zeit, um in die Ferne etwas zu sehen. Wir befinden uns auf Salvisberg. Dann bleibe ich mal neugierig, wo wir noch mehr Fernsicht haben. Meistens sieht es so aus, dass man nicht drüber sieht über den Horizont von der Landschaft. Und überall da oben hat es Strommasten. So sieht es bei mir im Moment links und rechts aus. He? Nichts von Fernsicht. Sieht aber aus, als wenn ich noch weiter rauf müsste. Da das ja Rundroute ist, kann man fahren, wie man will. Ich bin jetzt hier unten raufgekommen. Dann steht man dort und kann links dort hinten und rechts hier rauf. Leider keine Beschilderung. Da geht man anscheinend davon aus, dass wenn man auch von hier oben runterkommt, dass man einfach dem Strassenverlauf folgen tut. Wandertafeln rechts. Die nennt sich Spiegelt. Frieswil. Hier sehen wir gerade noch einen Trinkbrunnen. Dieses Trinkwasser. Ja, auf hier nicht angeschrieben. Hier bin ich jetzt raufgekommen. Und den letzten Punkt gesehen. Dann haben wir hier wieder eine Weitsicht. Bei einer Wandertafel. Gummen. Hier geht es weiter. Und rechts hat er keine Weitsicht. Ja, ich halte auch mal für so etwas an. Für ein Käferli. Oh, hä? Da hinten, hä? Das Bild ist ein schräg. In der Fernsicht wieder. Und hier vor mir ist eine Tafel, die Fernsichtroute. Wo noch den Haufen lesen könnt, wenn euch was interessiert. Willkommen auf dem Frieswil-Hubel. Ja. Wenn man hier sitzt, wo man ansitzen kann, hat man eine bedingte Fernsicht. Ja. Da muss man schon vorne laufen, dass man mehr sieht. Das macht ihr ja sicher, wenn ihr hier seid. Wandertafel. Landerswil, ein Brunnen, was bis jetzt, bis auf einmal, bin ich aber nicht sicher gewesen, was es ist, weil ich es nicht kennt habe, weil es halt einfach nicht speziell angeschrieben war nach einem Einkaufsladen. Eben, was ich eben noch nicht gesehen habe bis jetzt, ist eine Möglichkeit, wo man sich etwas kaufen kann. In so vielen kleinen Dörfchen durchgefahren bin ich. Aber ja, nirgendwo ein Läden gesehen. Wahrscheinlich sind sie dort daneben dran, wo man es nicht sieht, oder ich weiß es auch nicht. He? Bei Elemos habe ich ein Plätzchen gefunden, wo man zusagt zum Pause machen. Ich befinde mich hier
wo es noch immer eine Wandertafel gibt, die sehen wir jetzt nicht. Bei Frienisberg. Ja, hinter mir ein Brunnen. Kirchengebäude. Ein grosser Platz. Und dort hinten soll es noch ein Einkaufsladen und ein Restaurant und alles geben. Und da gehe ich jetzt gerade mal schauen. Es scheint ein öffentliches Restaurant zu sein. Irgendetwas speziell. Orangensaft trinken. Kalte Sachen. Richtig schön gemacht. Es ist also tatsächlich ein Restaurant. Und das ist der Platz, wo ich vorgestanden bin. Nachdem wir wieder eine Steigung gemeistert haben, kommen wir gleich noch in ein Waldstück rein. Wunderbar. Es könnte ein bisschen länger gehen, wenn ich das richtig sehe auf der Karte. Bedeutet wunderbar, wenn es warm ist. Oha, da gibt es eine Waldhütte. Schauen wir euch gerade mal. Mit einer Grillstelle. Das ist abgeschlossen, glaube ich, so wie es aussieht. Ja, hervorragend. Dann geht es doch noch hier durch die Ecke weiter. Schönes Plätzchen hier auch eigentlich, gut zum Pause machen. Vorausgesetzt, das ist dann niemand da. Wenn wir noch Platz finden. Und wenn wir noch mal ein Stück weiter oben sind. Jawohl, es ist aufgegangen. Dann haben wir hier nochmal ein Platz für Pause. Mit Dach, Grill, Aufsitzmöglichkeiten. Angenehm mal zum Fahren. Schön, dass immer wieder einmal eine Hütte hat. Aber eine extrem rüttelige Strasse mit groben Steinen. Nach längerem Fahren auf einer extrem rüttligen Strasse mit groben Steinen ist dann auch wieder einen Berg abgegangen mit genauso grütteligen grossen Steinen. Dann kommt eine Kurve nach links. Dort ist ein Haufen kleiner, feiner Kies gelegen. Also Obacht, wenn ihr durch den Wald fahrt. Und jetzt sieht es wieder besser aus. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das irgendetwas Neues auf Schweizmobil, dass man aufgrund von gestrichelten blauen Linien sieht, dass das dann Naturbelag ist und keine ja, Terti Strasse, sagen wir mal so. Wenn auch immer das wieder anders ist, dann habe ich halt jetzt ein Mist erzählt. Ich befinde mich vor der Wandertafel. Walendorf-Usserdorf, wo die Etappe durchführt, also die Rundroute. Und da hinten steht angeschrieben, Dorflade, das heisst, da hinten irgendwo gibt es noch Dorflade. He? Weiter unten kommen wir dann einmal nach Maikirch. Hier stehe ich jetzt auch gerade vor dieser Wandertafel. Dort findet ihr wieder einen Laden, um etwas zu einkaufen, was meine Lieblingsmolke drin gibt. In diesem Fall noch einmal einmal, wenn der dort an der Kasse das sieht. Danke vielmals noch einmal einmal. Jetzt bin ich an der besagten Umleitung. Dort geht es normal durch. Gemäss App geht es den Weg rum eher noch ein Stück weiter rauf. Die Umleitung ist dort hinten signalisiert. Das finde ich top. App stimmt genauso wie das vor Ort. Und in dem Fall noch, falls das auch einmal so ist, liebe Grüße zurück und danke fürs Gespräch.
die Person, die gemeint ist, weiß, was ich meine betreffend dieser Umleitung. Für all die von euch, die nicht die Umleitung fahren dienen, oder mien oder wenn. Mit größter Wahrscheinlichkeit kriegt man dann nochmal eine andere Fernsicht, weil es dort eben noch weiter rauf geht. Die aber schon nicht mögen, die können ja nachher theoretisch hier geradeaus, weil das weniger anstrengend ist. Ich würde es aber nicht empfehlen, weil vielleicht verpasst man etwas. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was ich verpasse und kann euch das auch nicht zeigen. Jetzt sind wir gerade an einer Wandertafel vorbeigefahren. Niederlindach. Licht aufgegangen ist. Und da sehe ich etwas Bekanntes, das ich schon nicht gesehen habe. Wir sind geradeaus an Urris. Haus vorbei. So ein schönes Plätzchen hier, wie das Wasser kommt. Und dort oben werden wir dran durchfahren. Und am Ende, so wie ich die Etappe gefahren bin, kommen wir wieder eine längere Strecke an dem Gewässer entlang. Jawohl, wir sind wieder am Anfang bzw. am Ende von dieser Etappe. Das war es dann für die Rundtour. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.